Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meines Let's Plays von Planet Zoo. Yay, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir genießen gerade das Wetter hier so ein bisschen. Ich habe heute Folgendes vor. Ich möchte gerne hier noch zwei, also heute und morgen in der Folge hier nur zwei Gehege hinmachen. Ich weiß auch nicht, was für Tiere ich mir hole. Die Gehege werden wahrscheinlich erstmal so aussehen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir heute diesen ganzen Fresstempelbereich hier schön aufbauen. Dass wir hier so eine schöne Fressmeile hinmachen, so. Also kreisförmig oder so. Mal gucken. Bisschen mit Deko arbeiten und ja, das ist so mein Ziel für heute. Dann werden wir mal die Leute mal ein bisschen befördern. Ganz viele Verkäufer. Tierarzt. Inspektor kommt. Okay. Okay, fängt gleich gut an mit Forschung abgeschlossen. Das ist schon mal mega gut. So, ich weiß tatsächlich aber nicht, was ich hier für ein Tier mir holen werde. Ich würde sagen, wir machen erstmal. Bauen erstmal das Gehege. Ich muss auch dazu sagen, es ist gerade 3.06 Uhr am Samstag, Sonntagmorgen. Ich muss eigentlich in 4 Stunden arbeiten. Aber ich konnte nicht mehr schlafen. Deswegen könnte es sein, dass ich ein bisschen ruhiger bin. Aber es ist ja genau so ein Spiel das Richtige für mich gerade. So blockiert. Es ist so weit vorne. Das war wohl wahrscheinlich. Aber mir gefällt das. Na gut, da drüben ist aber auch so viel Platz, da können wir Hinweisschilder und alles aufstellen. Das passt schon. Was ist jetzt? Achso, mein Monitor hat sich mal kurz verabschiedet. Warum kann ich denn? Da kann ich das. Okay. Seltsam. Es ist seltsam. Ich
Warum geht das nicht? Drüben ging's doch. Ups. Ach, ist das manchmal ein bisschen anstrengend. So, besser als gar nicht. Blockiert. Wieso ist es blockiert? Das sieht aber auch nicht so alles original aus. Aber das können wir ja erstmal gleich hier markieren. Glas. Ich wollte das eigentlich nicht in Stein machen, weil ich es ja dann eh Glas verändere und das ist ja teurer. Aber na gut. Glas. Ich weiß auch nicht mal, was ich für Tiere hier jetzt reinsetze. Müssen wir uns mal gleich mal gucken, was für günstige, gute Tiere verkauft werden. Ja, sieht fast so aus wie drüben der Part. Ist natürlich dann sehr symmetrisch. Wieder abgeschlossen. Das gefällt mir. Okay, wir machen erstmal nur. Vielleicht machen wir ja nur ein Tier rein. Bau. Gehege. Nee. Tier. Nee, Einrichtung, das war da was. Tier. Da steht immer Tierpflegehütte klein. Gibt es denn auch eine größere Hütte? Warum? Snappt das nicht mehr an die Wege an? Was ist jetzt los? Was zum Teufel ist das? Okay. Okay. Warum snappt das nicht mehr an die... Seht ihr das? Verstehe ich nicht so ganz. Ach, weil das jetzt so nah ist wahrscheinlich. Ich denke mal, dass das so nah... Ja, genau. Ein bisschen nervig jetzt. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Es kommt nicht auf den Millimeter an.
So, dann machen wir dahin die. Frage ist. War das connected? Ja, scheint, sieht so aus. Wie geht's euch hier eigentlich? Oh, ich glaube, hier sind neue Babys gekommen. Ja klar, hier sind, ist mindestens ein neues Baby gekommen. Und zwar er. Aber konnte man mir die nicht irgendwann mal umbenennen? Das ist ein Männchen. Auch ein Männchen. Naja, der ist fast. Der ist auch schon fast so alt. Die ist definitiv zu alt. Ach Mann. Ja, wir lassen die hier drin auch mal sterben. Das gehört ja mit dazu. So, was geht denn hier so ab? Hier ist noch nichts passiert, gell? Warum kann ich das denn hier nicht mehr auswählen? Ja, wir müssen vielleicht mal auf dem Markt noch mal gucken, dass wir und wir können mal gleich gucken. Okay, das ist auch. Wir gucken mal gleich nochmal auf den Tiermarkt. Afrikanischer Wildhund, Filter. Ja, sind alles nur Menschen. Bongo. Ja, ist kein so gutes Weibchen. Ach, wuff, warte mal. Die sind alle alt. Hab ich gerade. Nein, hab ich nicht. Gott sei Dank. Ja, die sind alle relativ alt. Fruchtbarkeit, das werde ich mir noch holen. So, vielleicht mal ein, zwei Kinder kriegen. Ja, ich weiß, es ist hier um den Alpha-Staat. Ich müsste eigentlich alle Männchen hier raus. Also ich müsste nur ein Alpha-Männchen hier drin haben und dann nur Weibchen. Ja, aber das ist das, womit wir uns dann mal, wenn es weitergeht, beschäftigen müssen. Denken wir eh, dass die Männchen jetzt hier sterben werden. So kann ich die nicht mehr umbenennen, doch da. Neu. Oh, 8,3 Jahre. 8,7. Wir hatten doch noch. Wir hatten doch noch. Also es waren doch ursprünglich waren es 6.
Ja, da kämpfen sie gerade. 8,8 Jahre. 9, die sind alle relativ alt. 8,4. 8,6. 3,7. Ich glaube, der war... Dem fehlen ein paar Weibchen hier drin. Mir fehlen einfach ein paar. Geht im Moment nur um Fruchtbarkeit. Und dann müssen wir schauen, dass daraus dann eben noch ein paar Kinder werden. Wie ist denn eure Sozial? Ja gut, können noch ein bisschen was. Okay, nee, aber ich möchte mal gern schauen, was wir hier reinpacken. Wolf. Gazellen hatten wir alles schon mal in der Beta. Leistenkrokodil, oh, Krokodil hatte ich auch Bock. Rappen, Antilope hatten wir auch schon. Nilfaran. Kann es sein, dass in der Beta noch ein paar Tiere dazugekommen sind? Drill. Oh Gott, das muss ich auch nochmal machen. Grizzlybären. Oh, Flamingo. Oh. Kaufe ich jetzt gleich mal. Machen wir ein schönes Flamingo-Gehege noch. Den muss ich ja jetzt noch nicht. Warzenschwein. Bongo. Bongo haben wir ja schon. Weißschwanz, Knu. Kranicher. Büffel, Erdferkel. Ich hätte ja Bock auf Erdferkel. Und Trampeltier. Können die zusammen? Ne, gibt's gar nicht. Aber es gibt nur Männchen. Vielleicht sollte ich mal das rausnehmen. Dann sind es nämlich gleich ein paar mehr. Ah, die sind dann schweineteuer hier. Das sind diese Art Erhaltungspunkte. Davon habe ich noch nicht genug. Was könnten wir noch nehmen? Gepard. Oh, das ist natürlich alles goldene hier. Ja, das Problem ist, dass ich mir die alle noch nicht leisten kann. Ja, es ist schwieriger, als ich gerade dachte. Die alle noch glücklich, ja.
Ich weiß es gerade nicht, was ich da nehmen soll, Leute. Wir haben theoretisch ein großes, schönes Gehege. Ich hätte schon Bock, einen Geparden, aber... Ja, für Geld gibt es natürlich keine. Das ist ein chinesisches Schuppentier. Das ist ein chinesisches Schuppentier. Und mein Orang-Utan? Gibt's auch keine. Da sind das viele Tiere. Zwergflusspferd. Gibt's natürlich auch keine. Schneeleopard. Ich will aber schon einen Eyecatcher irgendwas haben, aber ich kann es mir nicht leisten. Ich weiß es gerade nicht. Nur bis 40 Grad. Ich hätte ja gerne... Australische Großschabe, ach du Scheiße. Ich hätte ja gerne... so ein Mix aus... sind alle schon schweinealt. Wir haben keine gute Zucht. 50% ist so das. Wir machen mal ein Gehege mit Büffeln und genau, wir machen mal ein Gehege mit Büffeln. Kann natürlich sein, dass die alle schon mäßig alt sind. Und... mit Erdferkel. Gucken, ob es funktioniert. Mal gucken, ob es funktioniert. Von der Temperatur sollte es ja funktionieren. Die wollen 0 Grad haben. Was sollen wir machen? So. Mitarbeiter. Mehr Geld kann ich dir nicht geben. Warum mal? Technikforschung. Neue Weltbarrieren. Da möchte ich gern was rein. Im Bissstände möchte ich gern rein.
Ist ja schon ein Techniker unterwegs, da ist ja schon ein Techniker dran. So, dann gucken wir mal. Die wollen ein bisschen mehr Erde. So, ein bisschen mehr Erde noch. So, okay. Was ist mit Ihnen? Geh weg. Er ist da relativ schmerzfrei. Ihm fehlt aber wahrscheinlich noch Rückzug. So, nee, braucht er nicht. Lebensqualität, Futter. Warte, wir machen halt mal kurz mal an, damit wir die hier nicht. Dann machen wir erstmal Bison. Mal hier haben wir da schon ein bisschen was. So, da haben wir doch schon ein bisschen was. Beschäftigung. Prozent durch. Beschäftigung durch. Spielen wahrscheinlich. Greifball. So. Jetzt müsste der auf 100% sein. Ja. Okay, wir gucken erstmal, dass er glücklich wird. Dann hauen wir die anderen Tiere rein. Okay, dem fehlen natürlich noch andere Bisons. Du bist jetzt ein Weibchen. Da kommt erstmal auf jeden Fall. Also ich habe eh nur einen Menschen. Ich habe ja eh nur einen Menschen geholt. Hinten werde ich noch Rückzugsorte, ich werde das als ein Gehege machen, hinten werde ich Rückzugsorte, Bäume und so. Den Zaun hier hinten werde ich alles schön verdecken. Ich werde das natürlich die Erde alles noch ein bisschen anpassen. So, Lebensqualität, Futter, Erdferkel. Ferkel. Bumm. Okay, Rückzugsorte dürfte jetzt haben. Futterbeschaffung. Mir fehlt natürlich noch Futterbeschaffung. Da müssen wir mal forschen. Habe ich so das Gefühl. Ich brauche noch einen Tierarzt. Mitarbeiter, Tierarzt.
Einfach für die Forschung. Das ist aber nicht deins. Es ist aber nicht euers. Na gut, könnt's auch nutzen. Die machen auf jeden Fall ein paar mehr da rein. Du hättest gern wahrscheinlich noch noch Freunde, gell? Dann Tierhandel. Erdferkel verlegen hier rein. Hier rein. Ich achte im Moment nur drauf, dass die hohe Zucht haben, also hohe Fruchtbarkeit. Dass ich einfach Tiere züchten und die dann freilassen kann, dass ich hier einfach Arterhaltungspunkte rankriege. Viele Gäste denken, dass die Tickets zu günstig sind, okay. Vier. Acht. Was wir auf jeden Fall hier vorne hinpacken müssen, sind, Spenden. Das heißt, ich werde jetzt noch in der Folge das Gehege noch ein bisschen schöner machen, ein bisschen grüner machen, ein bisschen die Erde anpassen. Oh. Schmeißt rein eure Kohle. So, jetzt gucken wir erstmal, ob die Tiere glücklich sind. Futter, ja gut, das ist klar. Biome, Afrika, Gras, Drogen. Sind das gucken, aber jetzt Biome, Nordamerika, Graslandschaft. Scheiße. Das sind natürlich unterschiedliche. Warte mal, Kontinent. Afrikanisch, nordamerikanisch. Graslandschaft. Was waren die anderen? Graslandschaft und oben. Viel können die aber Verpflanzung tatsächlich nicht. Wieso? Oh, ich hab eine Epidemie. Veterinärforschung. Ja, ist okay. Gut, dass ich hier noch eine 3-Sterne-Ärztin habe. Ey, warte mal, habe ich jetzt hier unterschiedliche Tiere reingesetzt? Oh!
Ich habe hier Büffel. Amerikanischer Bison. Und dann die reingesetzt noch. Kaffernbüffel. Brauchen noch Wasserfläche. Ja, das können sie haben. Reicht das schon? Das reicht schon. Das wollte ich ja eh machen. Natur. Das wollte ich ja eh machen. Danke. Hat einer was reingeschmissen. Ja, irgendwie haut hier was nicht hin. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen. Wie sind die denn? 92% Wohlbefinden. Die sind glücklich. Das sind die Kaffernbüffel. So, die Bisons. Gibt nicht genug, okay. Bison. Die klappen sich ja natürlich fast ums Essen. Sozialverhalten, Stress. Das Tier versucht sich zu verstecken. Warum ist der gestresst? Ja, dem gefallen die Bäume ja nicht. Scheiße. Ich habe nicht gesehen, dass jetzt. Ich muss wahrscheinlich muss ich wieder rausnehmen. Temperatur. Hier ist zu kalt, ja, das glaube ich. Ja, ich muss die Kaffernbüffel wieder reinnehmen. Die sind hier leider aus Versehen. So. Warum geht denn das hier nicht weg? Zu dem Müll. Ich brauche ein Forschungszentrum. Ich brauche noch ein Forschungszentrum. Das sollte ja wohl kein Problem sein. Einrichtung. Sieht's denn aus mit. So, da forscht, das ist sehr gut. Oh, ich habe ein Geschenk bekommen. Oder? Ja. Ich habe ein Geschenk bekommen. Ich habe ein Geschenk bekommen. Ich habe.
Erdferkel. Euch ist wahrscheinlich zu kalt, gell? Ja, euch ist zu kalt. Jetzt gucken wir mal da. Wir halten das mal an, bevor wir die Tiere abkratzen. Erdferkel. 16 bis 40. Ja gut, dann setzen wir hier ein paar. Ah nein. Dum-dum-dum. Natürlich doof, dass ich jetzt hier ein Gebiet habe, wo die Tiere eigentlich alle nicht reinpassen, die ich habe. Passen alle hier nicht rein. Weil ich jetzt im... Ach, die haben wir schon wieder Februar, deswegen. Okay. Also warte mal, wir können jetzt ja Erdferkel, hatten wir irgendwas? Erd. Stress. Das Tier ist gestresst und versucht sich zu verstecken. Warum sind denn diese geschlossenen? Okay, so zu viel. Ah, okay, deswegen ist es auch gestresst. Ja, dann warte mal. Menschen. Ja, dann muss es 50%. Ach Mann. Ja, dann musst du leider wieder. Bist du jetzt glücklicher? Sozialverhalten, Stress, Lebensqualität. Die Erdferkel sind anstrengender, als ich dachte. Muss ich tatsächlich sagen. Ach Mann! Ich muss mal kurz Workshop gucken. Ob es da irgendwas gibt für Erdferkel. Erdferkel. Ich weiß natürlich auch nicht, wie die auf... Nee, gibt es nur... komplette... Hä? Bin noch angemeldet. Wie heißt denn Erdferkel auf
Aardvark. Ernsthaft? Überlegt sich eine. Lässt sich sowas einfallen? Aardvark Hol. Ja, also nur komplette. Warte mal, das ist aber schön. Müsste er jetzt hier drin sein. So wird es geschrieben. Warum kann ich das nicht einsetzen? Ich kann es nicht. Dann machen wir folgendermaßen. Wir machen den mal hier hinten ein Loch. Wo sie es zurückziehen können. Dann machen wir den wirklich hinten ein Loch, wo sie sich einfach zurückziehen können. So. Das dürfte reichen, oder? Ja, vielleicht müssen wir die doch trennen. Vielleicht müssen wir die doch trennen. Aha, fällt was runter. Ah nee, das war zu viel. Das ist vielleicht ein bisschen zu groß. Nein, 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 nein. Ach, Scheiße, das ist doch manchmal ein bisschen anstrengend, ey. Nein. 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 Wo ist er denn weg? Was ist mit ihm passiert? Ist doch schwieriger mit den. Also ich dachte tatsächlich. Es ist schwieriger als ich dachte mit den Erdferkeln. Relativ schmerzfrei. Frage ist, gehen die da runter?
will gerne, aber es ist zu steil wahrscheinlich. Nein, er geht. Nein, es ist zu steil. Sieht doch ganz schick aus. Ja, ist nicht auf Englisch Artwork. Aber der hat jetzt keinen Stress, das ist gut. Technikforschung abgeschlossen. Ja, ja, weiter. Gedenk zu. Immer noch zu teuer. Immer noch zu teuer. Aber gut, das wolltet ihr. Wohlbefinden. Ja. Müssen wir ein bisschen mal das hier abarbeiten gerade. Oh, ein Bison wird bald Nachwuchs haben. Ja, funktioniert doch hier. Der Plan funktioniert doch. Wenn die Sonne aufgeht. Ich verstehe nicht, dass ich Nee. Warum kann ich das noch nicht anwenden? Die machen richtig gut Geld gerade. Ich verstehe nicht, warum wir das noch nicht anwenden können. Na, läuft es da runter? Was habe ich nur für dich Guck mal, da könnten wir zum Beispiel noch. Da könnt ihr euch unten schön verstecken. So, wie sieht's denn aus mit meinen kranken Tieren? Aber warum kriege ich noch diese Nachrichten hier? Scheint auch nicht wegzugehen. Warum ist die Musik aus? Fragen über Fragen. So, was wir da jetzt noch ein bisschen machen werden, das ist natürlich jetzt doof, weil da so viel Zeug rumliegt.
schlecht gelaunt. Oh ne, es war kein Baby. Schon wie immer noch. Wir sind absolut schmerzfrei. Ah, das ist ein Baby! Da ist das Baby rausgekommen. Oh. Ah ja, krass. Kurz ist irgendwie was gedacht. Bisschen deprimierend, dass jetzt die Bisons da die ganze Zeit da unten rumgammeln, obwohl das ja eigentlich für die... Erdfägel gedacht war. Na gut, was? Tier verstorben? An alles Scheiße, das darf er. Das darf er. Wir gucken mal, ob er noch einen... Ich denke immer noch, das ist krass. Komm, die holen wir mal hier. Weibchen sind immer gut, mit 50%, ist besser als gar nichts. Guck mal hier, 100%. War aber genau das Falsche, gell? Was habe ich denn jetzt da drin? Ey, amerikanischer Bison. Jetzt habe ich nur noch zwei Erdferkel. Achso, weil die sind... Ja, ich glaube, ich muss die Erdferkel da rausnehmen, muss denen ein eigenes Gehege geben. Ich glaube, ich muss... Ja, ich muss die da rausnehmen. Achso. Oh, guck mal, der Amerikaner. Der nächste Bison wird Nachwuchs haben. Alter, die sind ja richtige Zuchtmaschinen. Ja, dann machen wir dann ein Bison-Zuchtgehege draus und dann verkaufen wir die. Verlassen die frei, wenn die ausgewachsen sind. Und kriegen ja dadurch dann Arterhaltungspunkte. Wir nehmen mal die Dinger raus. Was ist denn Sozialverhalten? Stress. Wir packen die mal ein. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Nee, das machen wir, müssen wir mal rausnehmen. Ist die für die natürlich egal. Oh, guck mal, wie der Kleine spielt. Viele Gäste denken, ey, da ernsthaft. Also wir machen auch im Moment extrem gut Geld. Bin ein bisschen überrascht, dass wir schon 100 Millionen zusammen. Wo kommt denn das Geld her?
Gucken, ob alle Mitarbeiter glücklich sind. Tier. Ah, wir brauchen mal wahrscheinlich noch ein. Dumm. Arbeitsbereich. Ging das nochmal? Zoo. Tierpfleger, kein Arbeitsbereich. Bum, bum. Bum. So, jetzt gucken wir mal, was für die Bisons wichtig ist, was wir notfalls hier rausnehmen können. Ein bisschen Spielzeug lassen wir noch in der Rückhand. Das können wir zum Beispiel rausnehmen, oder? Okay. So, Tierpfleger ist unterwegs, der nur für die Bisons zuständig ist. Aber das ist ja cool. Da ist noch ein kleines. Ne, das haben wir schon. Dann ist da das kleine. Lass mal stehen. Oh mein Gott. Da kommt Mama. Oh mein Gott. Scheint ja richtig hier schleudern hier zu sein. Oh, dass wir das mal gerade sehen. Wir müssen mal einem Techniker die Aufgabe geben. Wir haben jetzt genug Techniker. Ich möchte gerne einen Techniker, ich möchte die gerne auf Stufe 3 haben. Und den gebe ich im Arbeitsbereich das. Dem nächsten Techniker. Warum hat er das nicht angenommen? Was? Okay. Afrikanischer Wildhund wird bald in Altersschwäche sterben, ja, das ist klar. Okay, jetzt hat das. Techniker. Dann wirst du das. Nee, der kann nur 3. Okay, super. Prozent. Ah. Müssen die mit reinnehmen. Einfach nur gucken, ob das was wird. Wir müssen natürlich gucken, dass wir dass da die Menschen. Tiere. Ja, der wird bald sterben. 4 Weibchen, 3 Menschen. Okay.
komme gar nicht hinterher gerade. Ich komme gar nicht hinterher. Genau, eine Ärztin soll mal die ganze Zeit Krankheiten erforschen, dann haben wir dann nicht mehr das Problem, dass wir erst reagieren müssen. Okay, was ich heute noch machen wollte, war diesen Bereich. Ich möchte hier eine große Fressmeile hinmachen. Ich würde gern wissen. Das geht. Kostet 15 Millionen. Ich würde aber gern wissen, warum ich da nichts ansetzen kann. Problem ist, wir brauchen einfach mehr Fressmeilen sozusagen. Ich würde mal hier hinten was hinbauen. Wir gucken mal im Steam Workshop. Was ist jetzt los? Workshop. Shops and Facility. Twink Shop. Food Gift. Das sieht ja cool aus. Gott, da sind natürlich coole Sachen dabei, die ich nie machen werde, die ich nie bauen kann. Weil ich einfach... Das Mediterran gefällt mir sehr gut. So, jetzt gucken wir mal. Kann ich auch nicht bauen. Warum kann ich das nicht bauen? Das hätte ich nämlich gern gebaut. Das hätte ich mich gern gebaut gehabt hier. Das. Warum? Ich glaube, das Gehege ist zu nah dran. Das kann nicht sein, ist doch übelst weit weg. Ist doch übelst weit weg. Da snappt es an. Aber ich verstehe nicht, warum ich hier diese Bau... Was sind das? Baupläne. Warum ich die Sachen nicht bauen kann. Wow. Okay. Das Geld hätte ich dafür. Habe ich keine Demonstranten. Oh, noch ein neues. Alter. Was
machen die denn hier? Das ist ja ein reines Rudelbumsen. Können doch gar nicht mehr gestresst sein, die sind doch weg. Ich verstehe nicht, warum. Boah, Arbeitsbelastung. Oh, mach doch mal eine Pause, Junge. Dann mach doch mal eine Pause. Ich hab doch Demonstranten. Wieso hab ich Demonstranten? Oh, fickt euch doch. Was haben die denn für ein Problem? Ich müsste vielleicht mal so eine Wasseraufbereitung einstellen. Ja, okay. Es könnte ein Problem sein. Aber das ist doch scheiße, dass er nicht mehr. Es ist mega scheiße, dass ich das hier nicht connect, weil angeblich der. Wie kacke ist das denn? Da funktioniert's. Warum klebt sich der Zaun hier so nah dran? Seht ihr das? Na gut. Ich akzeptiere das jetzt mal so. Wasseraufbereitung ist zugänglich. Ja, weil diese scheiß Zäune angeblich. Das kann doch nicht sein. Dass ich hier nichts mehr dran setzen kann. Hier geht's wieder. Nein. Was haben die denn da ge- Mann, wo? Amerikanische Bison will sich wieder bald bahnen. Dabei, da wird aber das nicht mehr drin sein. Wie konnte ich das dann da oben nochmal einstellen? Nein. Ja, Heatmap. Wasser. Ja, es ist knapp drin. Ja. Mehr oder weniger. Aber das ist ein bisschen nervig, muss ich mal sagen. Negativer Einfluss auf die Gäste. Ja, die Demo da natürlich.
würde die ja gerne alle rausschmeißen. Das ist ja auch Mobbing. Was ist das hier? Wasserschüssel. Ich habe eben noch gesagt, ich bin ja froh, dass ich keine Demonstranten habe. Bumm. Und dann kommt das. Arschkappe. Alter, wie... Neu. Das ist ja jede Geburtenfarm. Auch neu. Müssten wir jetzt eigentlich 4 Babys hier drin haben. 4 Kinder. Eins, zwei. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt noch einen Mann reinsetze? Ich habe nur Weiber. Komm, die holen wir mal. Das war relativ alt. Wir müssen eine Zuchtstation hier machen. Ich muss natürlich auf das Sozialverhalten achten. Ey, das geht noch wunderbar. Die brauchen auf jeden Fall... Die brauchen auf jeden Fall hier noch was für Futter. Wir haben auch genug Spielzeug für die. So langweilig wird er bestimmt nicht. Ich glaube, da ist schon das nächste Kind im Anmarsch. Ich muss mal die scheiß Erdferkel verkaufen. Die waren ja ein Reinfall. Die nerven mich ja nur. Dann kriege ich jetzt mehr Geld als... So. Müssten die doch eigentlich hier... So, dann machen wir die Kaffernbüffeln auch wieder weg. Ja, ist das Problem ja, dass